SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Heute Dr. Eva Schweizer zu ihrem Buch Amerikas Schattenkrieger, wie uns die USA seit Jahrzehnten ausspionieren und manipulieren. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Die deutsche Kanzlerin wird durch US-Behörden abgehört. Durch Wirtschaftsspionage erzeugen Geheimdienste Milliardenschäden. Kriege werden durch Lügenpropaganda vorbereitet. Das alles hat eine lange Tradition. Die Kriegshetze im Ersten Weltkrieg war nicht viel anders als die Lügengeschichten im Ersten und Zweiten Irakkrieg. Warum vergessen wir diese Manipulationen so schnell? Wie kann man heute noch wirkliche Verschwörungen von Verschwörungstheorien unterscheiden? Frau Dr. Schweizer, Ihr Untertitel klingt zunächst mal ein bisschen einseitig, weil da nur von den USA die Rede ist, denn Russland hat ja mit Sicherheit auch spioniert und auch Deutsche spionieren natürlich im Ausland. Ich bin mir nicht so sicher, ob Deutsche im Ausland spionieren. Man möchte es hoffen, man traut es ihnen nicht so richtig zu. Russland natürlich. Russland hat einen großen Spionage-Propaganda-Apparat. Das ist mir einfach nicht meine Expertise. Ich war noch nie in Russland, ich kann auch nicht Russisch, ich lebe in New York. Und das ist halt das, wo ich mich auskenne. Und abgesehen davon, das ist ein 400-Seiten-Buch. Ich bin jetzt schon so am Rande dessen, was jeglichen Rahmen sprengt. Also das hätte ich jetzt nicht auch noch da. Selbst wenn ich davon Ahnung hätte, nicht auch noch einfügen können. Aber ich würde es begrüßen, wenn jemand so ein Buch schreibt. Das finde ich eine gute Idee. Und Sie sagten eben schon, dass Sie in New York leben. Sie haben dort eine Adresse und Sie sind also natürlich auch in anderen Staaten der USA oft. Mhm. Und Sie haben ja auch Ihre Doktorarbeit schon über ein US-Thema geschrieben. Genau, über den Times Square. Das ist ein zentraler Platz in der Mitte von New York, wo die ganzen Medienunternehmen sitzen. Das ist der Geburtsplatz eigentlich des modernen Entertainment. Da waren die ersten großen Theater, die ersten großen Kinos, die ersten Filmgesellschaften, die ersten Fernsehstudios in dem größeren Umfeld des Times Square. Dann kam die ganze Gegend ziemlich runter und jetzt gibt es eine Renaissance, dass sie alle wiederkommen. Und Zeitungen waren auch da, Verlagshäuser, der New Yorker. Und darum geht die Doktorarbeit, also wie diese Gegend entstanden ist, heruntergekommen ist und wiedergeboren wurde. Und heute ist sie ein riesen Umschlagplatz, wo jeder mal gewesen sein muss. Natürlich. Und es gibt ja durchaus Bezugspunkte zwischen dem, was Sie am Times Square eben beschrieben haben, und dem Thema Ihres Buches. Denn sowohl die Kulturindustrie, die Filmindustrie, Hollywood und so, haben bei der Kriegspropaganda zum Teil mitgemacht. Ja. Ne? Auch bekannte Autoren und die Presse viele, natürlich erst recht. Oh ja, das ist eines meiner Lieblingsthemen, ist die Rolle der New York Times. Auch deswegen, weil das die wichtigste Zeitung der USA ist und weil die einen großen Schwerpunkt auf außenpolitische Berichterstattung haben. Was andere Zeitungen jetzt nicht so haben und früher überhaupt nicht. Also sagen wir 1960, das Wall Street Journal war eine reine Wirtschaftszeitung, die Washington Post ein bisschen. Aber ansonsten war die New York Times der Trendsetter in außenpolitischer Berichterstattung und auch immer sehr nah zum State Department. Es gab immer Leute bei der Times auf der Kommentarseite, die dann zum Außenministerium gegangen sind und dann haben sie von denen wieder Leute übernommen. Man nennt das Revolving Doors. Also Leute, die von einer Institution hin... Drehtüreffekt. Genau, Drehtüreffekt. Gibt's auch in Deutschland. Ja, ist nicht so, dass wir es hier Deutsch kann ich leider keins besser. Ich finde das ganz interessant, weil die Deutschen, also die Mehrheit der Deutschen, ist ja auch schon nicht wahnsinnig gut informiert und die hören auch nicht alle SR2 Kulturradio zum Beispiel. Leider. Und in USA ist es ja noch ein gutes Stück schlimmer, weil dort selbst die seriösen Medien über das Ausland kaum berichten, mit dem Ergebnis natürlich, dass dann US-Truppen womöglich in Gegenden sind, wo die Bevölkerung noch nicht mal so richtig weiß, wo das liegt. Oh ja, das kommt häufig vor. Man muss jetzt aber erstmal sagen, die Amerika ist ein riesiges Land. Also man kann von den Leuten jetzt auch nicht erwarten, dass sie wissen, wo weiß nicht, Burundi liegt oder dass sie irgendwie Polen und Tschechien unterscheiden können und solche Sachen. Das können sie. Aber also viele Sachen wissen sie eben auch nicht. Es gibt halt Länder, an denen Amerikaner interessiert sind, aus denen viele Amerikaner herkommen oder die wichtig sind. Also bei der New York Times gibt es immer den Spruch, die berichten über die drei Is, Israel, Irland und Italien. Weil das die drei großen Gruppen sind, aus denen sich weiße New Yorker, die ja nun mal Zeitungen lesen, rekrutieren. Deswegen kriegt man ein relativ schräges Bild von der Welt, weil große Länder fast gar nicht vorkommen. Also Südamerika beinahe überhaupt nicht. China schon, also Russland immer dann, wenn gerade was los ist. Aber Indien fast gar nicht. Also es gibt Länder mit einer Milliarde Menschen, die kommen selten in die Zeitung als so ein kleines Land wie, sagen wir mal, Kuba. Ich habe ja schon länger den Eindruck, dass die Zahl der militärischen Interventionen, wohlbemerkt nicht nur der USA, auch der NATO und so weiter, zunimmt.
Heute sagt man ja Angriffe nicht mehr, man sagt dann militärische Intervention. Und ein Grund findet sich ja eigentlich immer. Man könnte ja unter dem Deckmantel von Menschenrechten und Humanität eigentlich fast jeden angreifen. Ich glaube nicht, dass ich irgendein Land finde, wo ich nicht einen Grund finden würde. Natürlich. Aber dazu muss man ja so eine Art... Man könnte auch Amerika angreifen. Ich meine, die haben die Todesstrafe. Es gibt doppelt so viele Schwarze, wenn es reicht, die der Todesstrafe unterzogen werden. Also nach amerikanischen Gesichtspunkten wäre das ein Grund, dort einzumarschieren. Die Frage ist natürlich, wie erzeugt man in der Bevölkerung eine kriegerische Stimmung, damit die das zumindest dulden, wenn nicht mitmachen? Es gibt gar keine kriegerische Stimmung. Die Bevölkerung im Moment in Amerika hat überhaupt keinen Bock auf Krieg. Die wollen keine Soldaten irgendwo hinschicken, die wollen ihre Ruhe haben. Die wollen auch keine Touristen haben. Deswegen gibt es ja die Mauern überall, die scharfen Eingangskontrollen. Was die Obama-Regierung macht, ist, dass sie überall diese Drohnen hinschickt. Das sind unbemannte Flugzeuge. Die Bomben abschmeißen, das minimiert die Verluste ganz ungemein. Und es gibt schon Leute, die sagen, es geht doch nicht, da trifft doch Unschuldige. Andere sagen, naja, so ist es halt im Krieg. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Viele kriegen es auch gar nicht mit oder es interessiert sie nicht. Es gibt schon Kritik daran, aber halt, wenn die eigenen Leute nicht betroffen sind, interessiert es halt viel weniger. Das ist, glaube ich, überall. Das ist eine interessante Frage. Sonja Kolling-Booster, St. Imert, hat das auch schon per Mail gefragt. Wie ist das eigentlich? Gibt es eine demokratisch fundierte, kritische Öffentlichkeit? Ich meine, Sie kennen solche Leute. Gibt es schon, ja. Klar, es gibt eine ganze Menge. Es gibt zwei Parteien, die Demokraten, die Republikaner. Es gibt bei den Republikanern einen starken Flügel, die sind die Isolationalisten. Danke. Das ist so schwer auszusprechen. Isolationist. Die sind eigentlich gegen alle Kriege, die haben aber nicht die Mehrheit. Die hatten mal die Mehrheit am Anfang vom Zweiten Weltkrieg, nach den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs, wie diese ganzen Lügen rausgekommen sind, dachten sie, jetzt lassen wir uns nicht nochmal an der Nase herumführen. Im Moment kam nach dem Irakkrieg wieder ein bisschen stärker, aber sie haben nicht so richtig die Mehrheit. Einer der Gründe ist, dass Amerika eine sehr starke Rüstungsindustrie hat, die großen Einfluss hat im Kongress und die wollen Kriege. Das ist schon auch so ein self-fulfilling-Ding. Und in deren Interesse ist es auch, die Kriege so zu gestalten, dass keine amerikanischen Soldaten fallen. Das erhöht deren Akzeptanz in der Bevölkerung. Also von daher ist dieses Drohnenprogramm so ein Win-Win-Win für alle. Die Regierung kann Kriege durchsetzen, die Industrie kann Drohnen verkaufen. Und das gewöhnliche Volk braucht nicht in den Krieg zu ziehen. Ihr Buch ist ein Buch, was weitgehend historisch ist. Es ist ein sehr dickes Buch übrigens. Weit zurück. 400 und mehr Seiten. Deswegen nochmal 200 Seiten über Russland, da hätte mich der Verlag... Also allein über den lassen. Ersten Weltkrieg sind es, glaube ich, mindestens 50, 60, 70 Seiten. Und ich habe noch 80 Seiten rausgekürzt. Aber wir sollten vielleicht mal ein bisschen darauf eingehen. Gerade der Erste Weltkrieg, das fand ich besonders interessant, weil dort war die Lage so, dass in Amerika erstmal Stimmung gemacht werden musste, damit die Bevölkerung einverstanden war, dass man sich am Krieg gegen Deutschland beteiligt. Ja. Und dazu mussten die Deutschen, die dann als Hunnen dargestellt wurden, mussten erstmal wirklich buchstäblich verteufelt werden. Also es war ja eigentlich britische Propaganda, das finde ich das Interessante. Das kam ja gar nicht von Amerikanern selber, sondern von britischen Einflussagenten in Amerika. Also einmal, es gab ja damals das britische Imperium, die haben ja ohnehin die Weltmeere kontrolliert, die Kommunikation, auch die Zeitungen in vielen ihrer Kolonien. Und die hatten auch Leute in amerikanischen Zeitungen. Und dann haben sie als allererstes, noch vor der Kriegserklärung gegen Deutschland am 4. Juli, nageln Sie mich jetzt nicht fest, einen Tag vorher das Unterseekabel gekappt nach Amerika. Damit hatten Deutsche keine Möglichkeiten mehr, ihre Nachrichten nach Amerika zu schicken. Es gab schon so Umwege, jetzt haben sie dann etwas komplizierter wieder aufgebaut. Das lief teilweise über die amerikanischen Botschaften, aber im Prinzip waren die weg vom Fenster. Während die Briten noch so voll im Geschäft waren und dann halt ihre Sicht der Dinge immer dargestellt haben. Und es gibt ja so ein paar klassische Muster geradezu, immer wenn man die Leute in den Krieg treiben will. Also ein Muster ist, dass man sagt, die anderen sind ja gar keine so richtigen Menschen. Die Deutschen sind zum Beispiel dann Hunnen gewesen, genau. Die auch keine Gefühle hatten. Die waren höchstens gefühlsduselig, aber nicht gefühlvoll und so weiter. Genau, so ist es. Ne? Ja. Also ähnliche Sachen gab es dann auch später über die Russen oder über die Araber oder über die Vietnamesen. Ich glaube auch, dass es nichts Spezielles Amerikanisches ist. So werden halt Kriege vorbereitet und geführt. Es gab es ja in Deutschland auch, wo die fiesen Engländer und die fiesen Franzosen im Zweiten Weltkrieg dann, oder die Russen, das erinnert sich ja noch jeder dran. Und dann muss man natürlich einen Anlass finden, dass man möglichst nachweisen kann, dass man irgendwie angegriffen worden ist. Mhm. Auch dafür gibt es zahllose Beispiele, wobei die Amerikaner, glaube ich, fast immer oder jedenfalls sehr oft ein versenktes Schiff genommen haben. Also es gab ja damals die Versenkung der Lusitania. Muss also sagen, es war ein britisches Schiff. Also Deutschland und Großbritannien waren im Krieg, der tobte auch auf dem Meer. Es gab eine deutsche U-Boot-Flotte, die viele britische Schiffe versenkt haben. Umgekehrt haben die Briten auch Blockade gemacht, deutsche Schiffe versenkt.
Und dann haben beide gegenseitig Blockaden verhängt. Die Briten haben gesagt, ihr Deutschen dürft hier nicht durch, oder niemand darf durch in Lebensmittel an Deutschland liefern. Daraufhin sagten die Deutschen, jetzt blockieren wir aber Großbritannien, wir lassen jetzt auch keinen mehr durch. Mhm. Und die Lusitania war aus Sicht der deutschen Marine ein Blockadebrecher. Aus Sicht der Briten war das so ein neutrales Schiff, was Quatsch war, weil es fuhr nicht unter britischer Flagge, sondern schon unter neutraler Flagge, aber aus Tarnungsgründen, nicht reell. Und es hatte Waffen geladen. Das ist, glaube ich, völlig unumstritten. Also umstritten ist nur, wie viele Waffen. Man darf auch heute nicht zu dem Wrack, dass der immer noch unten liegt, und gucken, was ist, weil es so gefährlich ist, weil da Sachen drin sind, die hochfliegen könnten. Also die New York Times hatte eine Liste gedruckt, was da alles drin war. Und die hatten zusätzlich noch andere Waffen geladen auf Kisten, wo Butter stand und Mehl, die aber von Dupont de Nemours waren, was eine Waffenfirma ist. Also das ist ganz klar. Aber das hat nicht gezündet, obwohl über 100 Amerikaner an Bord waren. Man wundert sich eigentlich, die Regierung wollte schon, es gab damals schon eine große antideutsche Stimmung, die sich noch verstärkt hat. Die Wilson-Regierung wäre wohl in den Krieg gezogen, sie hatten nicht so eine richtige Mehrheit. Ich denke, der Hauptgrund war mangelnde Mobilmachung eigentlich und nicht mangelnder Kriegsgrund. Die wussten, sie hatten noch nicht die Soldaten. Damals war ja Amerika nicht wie heute. Es waren viel weniger Leute, die hatten kein stehendes Heer. Die waren überhaupt nicht darauf vorbereitet, irgendwo im Ausland einzumarschieren. Das war der eigentliche Grund, warum es dann nochmal 2 Jahre dauerte. Und dann gab es eben dieses Zimmermann-Telegramm, dass Deutschland mit Mexiko sich zusammentun wollte und Amerika den Krieg erklären. Was auch immer gut klappt bei der Propaganda, ist, wenn man dann die schlimmsten Gräueltaten unterstellt. Ja. Im Ersten Weltkrieg, wie übrigens im Ersten Irakkrieg, die belgischen Babys, die angeblich von Deutschen ermordet wurden. Die Babys ziehen sich überall durch. Also ich bin inzwischen auch total misstrauisch, wenn ich irgendwo lese, dass Babys oder schwangere Frauen, das kommt schon vor. Aber viele so eine Geschichten fühlen sich auch etwas erfunden an. Auch im Bosnienkrieg war es genau das Gleiche. Irakkrieg, die Iraker überall, in Kuwait. Genau. Die kuwaitischen, da ist es inzwischen erwiesen, dass es nicht gestimmt hat. Ja. Auch in Belgien ist es erwiesen. Also natürlich hat es Übergriffe und Grausamkeiten gegen die Zivilbevölkerung gegeben. Die Deutschen sagen, unsere Soldaten sind attackiert worden, aber nur letztlich ist das Heer dort einmarschiert. Aber so diese gezielten Sachen, dass Babys auf Bajonette aufgespießt wurden, das ist alles frei erfunden. Es gab ja auch hinterher Leute, die gesagt haben, wir wollen diese verstümmelten Kinder adoptieren und ihnen was Gutes tun. Da hat man nie irgendein Kind gefunden, das zur Adoption bereit war. Interessant ist ja, dass manche Dummheiten dann wiederholt werden. Also wir haben ja schon erlebt, dass im Irakkrieg, als die Franzosen nicht mitmachen wollten, die French Fries, die Pommes frites in Freiheitsfritten umbenannt wurden. Ja. In Ihrem Buch habe ich jetzt gelesen, dass es auch im Ersten Weltkrieg schon aus antideutscher Propaganda Freiheitskraut statt Sauerkraut gab. Genau, und statt Frankfurter Würstchen wurden zu Freiheitswürstchen. Ja. Das ist ja jetzt wirklich schon mehr als unfreiwillig komisch. Ne? Ja, es war auch über die Freedom Fries, haben sich die Leute damals auch schon lustig gemacht, wie das erfunden wurde. Das war auch schnell wieder weg vom Fenster. Ich verstehe auch gar nicht, was das soll. Ich meine, die haben ja den Krieg geführt gegen Irak. Also wenn, dann müsste man doch anti-arabische Propaganda machen und nicht anti-französische.